Sag mal, Götz, spielt keine Rolle. Würdest du deshalb genau das Gleiche tun, was jetzt tust? Und das ist das, was meines Erachtens Wirtschaft und Sport also verbindet. Insgesamt gewann er 18 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften und ist somit einer der erfolgreichsten Sportler Österreichs. Seit seiner aktiven Karriere gilt er als Role Model für mentale Stärke. Die Gmundner Veranstalter Flora holen den sympathischen Sportler ins Gmundner Stadttheater, um das neue Projekt Teamplay Salzkammergut zu unterstützen. Ein Projekt, das Unternehmen, Vereine und Schulen näher zusammenführt. Es ist dieses Teamplay-Projekt, das mir einfach wirklich das mir am Herz liegt, weil die Idee ist, dass man Wirtschaftssport, auch die Schulen und die Vereine einfach viel mehr noch vernetzt, dass man sich auf Augenhöhe austauscht, dass es nicht immer nur Transfer in eine Richtung ist. Ein Unternehmen gibt einen Sportler Pickel und klappt dieser Transfer, das ist einfach schon lange nicht mehr zeitgemäß, sondern wo wirklich ein Austausch stattfindet von Expertise, wo man Erfahrungen austauscht und wo man dadurch gemeinsam wachsen kann. Wir sind immer offen für Gemeinsamkeiten, für Teambildung, dass man sich gegenseitig unterstützt, weil ich einfach felsenfest davon überzeugt bin, dass man gemeinsam viel mehr weiterbringt und viel mehr schaffen kann als jeder Einzelne. Und darum ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir solche Sachen unterstützen. Teamplay Salzkammergut hat viele Förderer und Unterstützer, so auch die Gmundner Swans. Dieses Projekt gibt uns jetzt die Möglichkeit, einfach das Schulprojekt zu erweitern, auch mit anderen Vereinen zu kooperieren, um einfach die junge Generation in Bewegung zu bringen. Bei uns sind Werte wie Teamgeist, Leistungswille, Perfektion und Ausdauer ganz wichtig für die Wirtschaft, um eben auch im Betrieb erfolgreich sein zu können. Und wenn ein Mitarbeiter im privaten Bereich, im sportlichen Bereich diese Werte lebt und auch im Betrieb, dann glaube ich, entsteht eine Win-Win-Situation für Betrieb und für den Mitarbeiter. Sport und Wirtschaft verbindet ganz viel, das weiß Felix Gottwald nur zu gut. Es gibt nichts, was Wirtschaft und Sport trennt. Also es ist einfach es braucht in der Wirtschaft diese Begeisterung, es braucht im Sport diese Begeisterung, es braucht dort wie da das Üben. Und selbstbestimmtes Üben geht sich nur aus, wenn es wirklich, wenn das Herz aufgeht bei dem, was du tust. Und da braucht es einfach diese Echtheit, diese Ehrlichkeit und da gibt es halt auch mutige Entscheidungen zu treffen. Erfolg um jeden Preis, davon hält Felix Gottwald nichts. Das Ziel liegt in der Qualität des Weges und oftmals genügt ein einfaches, aber beherztes Lächeln, um weiterzukommen oder der innere Dialog. Es gibt viele Geschichten von außen, die wir hören und wahrnehmen und denen wir vielleicht über Gebühr unsere Aufmerksamkeit schenken. Aber dann gibt es diese vielen, vielen Geschichten, die wir uns selber ständig erzählen. Und wenn das wohlwollende Geschichten sind, wenn das ermutigende Geschichten sind, dann ist die Chance riesig, dass wir von uns behaupten können, ich liebe meinen Alltag. Das, was er da heute gemacht hat bei dem Vortrag, das ist so inspirierend. Das ist was man mitnimmt und das, was man zuerst einmal ein bisschen verarbeiten lassen muss, wenn man dann wirklich einmal heimkommt. Aber wirklich gewaltig, was er da heute so erzählt hat. Unser Fokus geht immer auf diese Weltmeister. Wir dann alles, die ganze Sportstruktur richtet sich auf die Weltmeister. Statt dass wir sagen, wir wollen Menschen ermöglichen, dass sie über den Sport die Welt besser meistern.